IKEA verkauft entspanntes Leben. Anregungen und Ideen holen wir uns bei IKEA und gestalten entsprechend auch unsere Wohnung ein bisschen danach. Die erste Anlaufstelle beim Möbel ist tatsächlich IKEA, ja. Ich hatte mein ganzes Leben begleitet, sag ich mal, das IKEA-Einrichtungshaus. Also von der ersten Wohnung bis jetzt zum letzten Haus. Beliebt ist IKEA auch wegen seiner niedrigen Preise. Und nun soll es noch günstiger werden, behauptet zumindest das Unternehmen selbst. Max rechnet nach. Angefangen hat alles in der schwedischen Provinz vor 80 Jahren. IKEA. Die ersten zwei Buchstaben stehen für die Initialen des Gründers Ingvar Kamprad. Außerdem das E für Älmtaryd, den elterlichen Hof. Das A für seinen Heimatort Agunnaryd. Mit Schreibwaren, Uhren verdiente er sein erstes Geld. 1958 ging es dann mit Möbeln los. Und in Deutschland eröffnete das erste Geschäft 1974. Die grundlegende Idee bei uns, das ist, dass gute und schöne Möbel sollten nicht teuer sein. Und damit versuchen wir also Kosten überall zu sparen. Günstige Möbel, das funktionierte über eine ganz neue Verkaufsstrategie. Für Markenexperte Carsten Kilian eine zu damaligen Zeiten fast revolutionäre Idee auf dem Möbelsektor. Früher ist man in ein Möbelhaus gegangen, hat ein Möbel bestellt und es wurde einem dann zu Hause aufgebaut. Und Herr Kamprad, der Gründer von IKEA, hat ja genau die Idee gehabt, es zu drehen, zu sagen, hol es dir selber ab, baue es selber auf. Dadurch spare ich die Transportkosten, dadurch spare ich die Monteure. Do it yourself. Einen Job, den die Kundschaft übernimmt und ohne Murren. Wir haben ja auch was dazu bekommen, interessanterweise, nämlich Stolz. Stolz, ich habe diesen Schrank selber aufgebaut, den zeige ich meinen Freunden und Bekannten und damit steigert sich sozusagen auch mein Selbstwertgefühl, weil, hey, ich kann ja was, ich habe zwar nie Möbelschreiner gelernt, aber den Schrank, den habe ich selber aufgebaut. Platzer von den Kindermöbeln, den Schrank und drei Türen, die noch gefehlt haben, die noch nicht lieferbar waren. Nordli, das ist der Schrank, den wir heute gekauft haben. Ja, das Billigregal, stimmt. Ja, davon haben wir wirklich vier. Deutschland ist für IKEA einer der größten Märkte. Doch längst knüpfen sie nicht an die Erfolge von vor der Pandemie an, was die Besucherzahlen angeht. Auch deshalb dreht IKEA an der Preisschraube. Bei insgesamt 800 Produkten, das ist knapp ein Zehntel des Sortiments, wird es günstiger. Die Preissenkungen sollen unsere Attraktivität festigen, so Walter Kattner, Geschäftsführer von IKEA Deutschland. Es ist schön, wenn sie sagen, dass sie die Preise senken, aber warten wir mal ab, bis es dann soweit ist. Oft sind sie ja dann trotzdem nicht zu dem Niveau wie vor der Preissteigerung. Das wollen wir überprüfen mit Experte Carsten Kilian. Dazu nehmen wir uns einen Katalog von 2020. Drei Produkte checken wir. Wie haben sich die Preise innerhalb von 3 Jahren verändert? So, schauen wir mal. Slatum Bettgestell 99 Euro. Heute im IKEA-Shop für 199 Euro, ein Plus von 101%. 2020 hat es 89,99 gekostet und jetzt 119 Euro, ein Plus von 32%. 2020 hat IKEA noch 59 Euro für Billy verlangt, jetzt sind wir bei 94,99 Euro. Das ist ein Plus von 61%. Auf das Gesamtsortiment gesehen wurde IKEA zwischen 80 und 130% teurer. Auch wegen gestiegener Holzpreise und höherer Produktionskosten. Senkt IKEA jetzt also wieder die Preise, kommen sie trotzdem nicht an das Preisniveau von vor 3 Jahren. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Möbelstück hat 2019 200 Euro gekostet, wurde jetzt aufgrund der massiv gestiegenen Holzpreise verdoppelt, also auf 400 Euro. Und jetzt würde IKEA das Möbelstück wieder schrittweise von 400 auf 300 Euro und damit um 25% senken. Das klingt erstmal gut. Faktisch liegt dann der Preis von 300 Euro immer noch 50% über den 200 Euro, die es 2019 gekostet hat. Nichtsdestotrotz sind die wirtschaftlichen Herausforderungen wie deutlich gestiegene Einkaufspreise nicht nur für unser Sortiment, sondern auch für Energie und Transport nach wie vor groß. In der Konsequenz werden wir auch weiterhin unsere Preise in regelmäßigen Abständen prüfen und anpassen.
IKEAs Problem? Die Online-Konkurrenz. So bleiben bei den Schweden zentrales Element Impulskäufe der Kunden beim Bummel durch den Laden. Kunden mit großen Tüten geben im Schnitt 20% mehr aus. Natürlich allerlei Kleinkram, Kunstpflanzen, von der Wasserflasche bis zum Aufbewahrbehälter, alles dabei. Küchensachen vielleicht, Küchensachen. Das wäre was, das bei mir in die gelbe Tüte kommt. Aber heute war ich stark. Ich habe gerade festgestellt, ich habe tatsächlich Servierplatten geholt, die ich eigentlich nicht holen wollte. Die sind jetzt für den Wein, für Weihnachten doch mit in dem Einkaufswagen gelandet. Das Modell funktioniert. Im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 13,3%. Die Preissenkung hat ein Ziel, noch mehr Leute zu locken. Weil sonst kommt es nicht zu diesem Impulskauf. Ach, das ist schön, das nehmen wir auch noch mit, schön in die gelbe Tasche rein. Das passiert online eher nicht. Und dementsprechend geht IKEA relativ viel Umsatz verloren, wenn sie nur noch zum Beispiel zukünftig online verkaufen würden. Alle Stühle heißen nach skandinavischen Männernamen. Alle Stoffe und Vorhänge tragen Frauennamen. Alle Betten tragen norwegische Ortsnamen. Apropos Betten. Jedes 10. Kind in Europa soll angeblich in einem IKEA-Bett gezeugt worden sein. Vielleicht nur eine nette Geschichte.